von Clementine Maurice und Moritz Lipp. Wir sind Hella Bade und Loy. That's a lot. Okay. Und wir sind froh um Feedback auf Twitter mit dem Hashtag, C3T. Yeah. And I think you und ich glaube, ihr nehmt an, dass es einfach funktioniert und es einfach so funktioniert, wie es soll. Und ich meine, was könnte schon schiefgehen hier? Und unser nächster und der erste Vortrag wird von Clementine Maurice gehalten, die vorher schon mal mit Rowhammer.js hier war. Und Moritz Lipp, wer an Armageddon gearbeitet hat, ein Exploit-Bug. Und ich möchte gerne einen großen Applaus für die Vortragenden hören über den Vortrag What Could Possibly Go Wrong with Insert x86 Instruction Here. Vielen Dank, dass ihr hier seid heute. Yes, this is unser Vortrag What Could Possibly Go Wrong with x86 Instruction Here. Ein paar Worte über uns. Ich bin Clementine Maurice. Ich habe einen PhD in Informatik und arbeite in Graz bei der Institute of Technology. Ihr könnt mich per E-Mail oder Twitter erreichen oder was auch immer. Hallo, mein Name ist Moritz Lipp. Ich bin ein PhD-Student am gleichen Ort, Graz University of Technology. Und ihr könnt mich auch per E-Mail oder Twitter erreichen. Also über diesen Talk, über diesen Vortrag, der Titel sagt eigentlich schon alles. Aber das ist kein Software-Talk. Geht noch nicht, bitte. Ich gehe sogar davon aus, dass wir über sichere Software reden und das heißt nicht notwendigerweise, dass das sichere Ausführung ist. Und das geht um Information Leaks in der Hardware, die darunter ist. Und es geht um Cache-Attacks, bei denen man nicht mehr den Speicher zugreifen muss. Und wie man damit das Kernel ASLR umgehen kann. Der Vortrag sagt, es geht um x86 Instructions, Anweisungen. Und das Ganze kann aber auch auf anderen Architekturen passieren, nicht nur auf x86. Also ein bisschen Hintergrund. Also das meiste des Hintergrunds wird um das hier gehen und das Ganze geht hier um einen großen Teil unseres Researches. Und hier geht es um Move, also wie man anfängt mit diesen Cache-Attacken. Und CLFlush, da geht es darum, Cache-Attacken zu machen, ohne dass man Speicherzugriffe machen muss. Und wie man mit Prefetch das Kernel ASLR umgehen kann. Und dann gibt es noch einen Bonus. Und das ist nicht von unserer Arbeit, sondern also wie man noch mehr Instruktionen benutzen kann für Attacken. Eine kurze Einführung. Wir werden uns auf Intel-CPUs konzentrieren und die Caches in Intel-CPUs sehen ungefähr so aus. Es gibt verschiedene Levels also und mehrere Cores hier. Und wir haben drei Cache-Levels. Wir haben Level 1 und Level 2, die sind private pro Core. Und Level 1 und Level 2 sind für jeden Core privat. Und das ist Last Level Cache. Und die sind in Slices unterteilt. Also hier haben wir vier Slices für vier Cores. Aber die ganzen Slices sind über die verschiedenen Kerne geteilt. Also eine Core 0 kann 1, 2 und 3 auch zugreifen. Und also dieser Cache ist inclusive. Das heißt, alles, was in Level 1 und 2 drin ist, ist in Level 3 auch drin. Das stellt sich ja aus, ist sehr nützlich, um Cache-Angriffe ausführen zu können. Also heute haben wir set-assoziative Caches. Das heißt, man hat Daten
das in ein bestimmtes Set geladen wird und das hängt nur von der Adresse an. Aber hier haben wir ein Stück der Adresse, das gibt uns einen Index im Cache. Also das heißt, das wird dann ein Cache-Set. Dann haben wir mehrere Wege pro Set, in diesem Fall ist es ein Vier-Wege-Set und die Cache-Line wird in einen bestimmten Weg geladen und das hängt von der Ersetzungsregel ab und nicht von der Adresse. Also in der Regel, wenn man da was lädt, ist der Cache schon voll und dann muss man dafür Platz machen. Also und da kommt dann diese Ersetzungspolicy ins Spiel. Also die dann sagt, okay, ich nehme jetzt diese Cache-Line hier raus, um Platz zu machen für die nächste. Also heute werden wir nur drei Instruktionen anschauen von Intel Architektur. Also die Aspekte, die wir interessiert sind, kann man Daten im Speicher anschauen? Das mit MOVE, dann mit CLFlush geht es darum, etwas zu entfernen aus dem Cache. Und Prefetch werden wir anschauen. Und das heißt, man kann etwas vorholen, um zukünftig zu verwenden, in den Cache laden. Und diese Instruktionen haben Seiteneffekte und da greifen unsere Angriffe an. Also, wenn ihr euch nicht so gut auskennt mit Assembly, macht euch keine Sorgen. Also, wir erklären das gut. Also zuerst schauen wir uns mal die MOV-Instruktion an. Also, na gut, jetzt diese Slide ist halt schon voll Code. Wie ihr hier sehen könnt, mit MOV bewegt man Speicher von Register zu Register und von und zum Hauptspeicher. Also es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das benutzt, aber es geht nur darum, Daten zu verschieben. Und wenn was schief geht, dann gibt es einen Fehler. Also es gibt hier, man würde denken, ja, da ist man stark eingeschränkt, da geht nichts schief, aber das stimmt nicht. Es gibt viele Fehler, die MOV machen kann. Aber die Daten, die MOV berührt, werden immer in den Cache geladen. Und das ist transparent gegenüber dem Programm, das gerade läuft. Aber es gibt Seiteneffekte, wenn man MOV ausführt und das werden wir uns jetzt genau anschauen. Also, ihr kennt wahrscheinlich das schon. Die Daten sind entweder in den CPU-Registern, in den verschiedenen Levels des Caches oder im Hauptspeicher oder auf der Festplatte. Und je nachdem, wo die Daten sind, braucht es länger, bis es beim Prozessor hingeladen wird. Also, das sehen wir in diesem Plot hier. Also hier messen wir die Zugriffszeit auf eine bestimmte Adresse in großer Anzahl und dann sieht man, wie oft es schon im Cache ist. Also bei etwa 70 Zyklen ist es geladen und dann ist es im Cache. Aber wenn wir annehmen müssen, dass die Daten im Hauptspeicher ist, dann braucht es deutlich länger, also vielleicht etwas mehr als 200 Cycles und dann ist es geladen. Also wenn wir jetzt messen können, wie lange es geht, bis die Daten geladen sind, wissen wir, ob es aus dem Cache kommt oder aus dem Hauptspeicher. Und diese Eigenschaft können wir mit einem Cache-Angriff auslösen. Also wir messen einen Zeitunterschied eines verschiedener Speicherzugriffen. Also ein Angreifer überwacht die Cache-Lines, aber er weiß nicht, was da drin ist. Also er kann nur wissen, dass diese Cache-Line zugegriffen wurde oder nicht. Was man damit machen kann, ist, man kann ein Covert Channel bauen. Also Prozesse können miteinander kommunizieren über diesen versteckten Kommunikationskanal. Außerdem gibt es Side-Channel-Angriffe. Also mit einem bösen Prozess kann man über andere Prozesse ausspionieren. Also man kann unter Umständen Kryptoschlüssel klauen. Und es gibt verschiedene Typen von Cache-Angriffen. Ich werde jetzt mal den bekanntesten vorstellen, den Flush- und Reload-Angriff. Also rechts haben wir den Adressraum des Opfers und links haben wir den Adressraum des Angreifers. Die sind geteilt
Also für den Executable-Bereich, aber natürlich das Opfer benutzt seinen eigenen Adressraum. Also wenn jetzt diese Daten in den Cache gelangen, dann werden die für den in der gleichen Zelle gespeichert. Und der Angreifer kann jetzt die Flush-Instruktion verwenden, um Daten aus dem Cache zu entfernen. Dann ist es nicht mehr im Cache. Das heißt, wenn es für den Angreifer nicht mehr im Cache ist, ist es für das Opfer auch nicht im Cache. Und wenn jetzt der Angreifer was Neues lädt oder das Victim, dann ist es wieder im Cache. Und der Angreifer kann jetzt die Daten auch neu laden und dann messen, wie lange das ging und weiß, ob das Opfer zugegriffen hatte auf diese Cache-Zeile oder nicht, weil die Daten da sind oder nicht. Die zweite Sorte Angriff heißt Prime and Probe und da geht es jetzt nicht um Shared Memory wie beim anderen Angriff. Also anstelle, dass man da irgendwas reinmappt, lädt der Angreifer einfach viele Daten in eine Cache-Line. Also und füllt damit den Cache. Und jetzt kommt erneut das Opfer dran und lädt jetzt irgendwelche Daten, die ins gleiche Cache-Set gehören. Das heißt, das Cache-Set wird vom Angreifer und vom Opfer gleichzeitig verwendet. Und der Angreifer misst jetzt die Zugriffszeit auf all die Daten, die er vorher in den Cache geladen hat. Und wenn man eine Adresse zugreift, die noch im Cache ist, geht es schneller. Und wenn es nicht mehr im Cache ist, muss es neu geladen werden und dann braucht es länger. Also, das zusammenzufassen, ja, so stellt er fest, ob das Opfer Daten in den Cache geladen hat. Also, wir zeigen euch mal, was man jetzt machen kann mit Cache Attacks. Man kann einen versteckten Kommunikationskanal implementieren. Das geht zum Beispiel so. Also man installiert ein bösartiges App auf dem Telefon, um irgendwelche Bilder anzuschauen, Filter anzuwenden darauf. Man sieht dem nicht gleich an, dass es bösartig ist, weil die einzige Berechtigung, die es hat, ist, um auf Bilder zuzugreifen. Also man kann das installieren, ohne sich Sorgen zu machen. Dann auf der anderen Seite installieren wir noch weiter eine App, welches das Wetter anzeigen kann und das hat Internetzugriffe, weil es muss ja die Wetterdaten irgendwo herkriegen. Was passiert jetzt, wenn man hier einen versteckten Kommunikationskanal implementieren kann, also der keine Permissions für die Apps benötigt, aber trotzdem den Apps ermöglicht, miteinander zu kommunizieren? Also versteckt vom Betriebssystem. Wenn dieser Kanal existiert, dann könnte natürlich das Gallery-App ein Bild dem Wetter-App schicken und das Wetter-App könnte dieses Bild hochladen und allen zeigen. Ja, und das kann man diesen Prime and Probe und Flush and Reload Attacken bauen, diesen versteckten Kommunikationskanal. Also wir müssen da irgendwie zwischen diesen zwei Apps Daten übertragen. Wie macht man das? Der Sender und Empfänger einigen sich auf ein Cache-Set, das sie beide verwenden. Der Empfänger schaut sich das Cache-Set die ganze Zeit an. Und wenn der Sender etwas schicken will, also eine Null, dann tut er nichts. Das heißt, die Cache-Zeile gehört komplett dem Receiver. Umgekehrt, wenn der Sender etwas senden will, dann greift er auf eine Adresse zu im gleichen Cache-Set. Das heißt, der Receiver braucht dann länger, um auf diese Cache-Zeile zuzugreifen und weiß dann, okay, das ist eine 1. Und jetzt zeigen wir, was man mit diesem Covert Channel machen kann. Das Schöne daran ist, dass es Low Requirements hat und man kann damit sehr einfach so einen Covert Channel aufbauen. Und das geht auch zum Beispiel zwischen Virtual Machines auf Amazon EC2. Und wir sehen
Dieses Prime and Probe braucht dieses Shadow Memory nicht. Und das andere an diesem Cache Covered Channel ist, dass es sehr, sehr noisy ist. Also das könnte man vielleicht merken, wenn andere Applikationen auch auf den Cache zugreifen, dann funktioniert diese Kommunikation vielleicht nicht. Und es gibt auch noch mehr Noise, dass die Prozesse nicht zur gleichen Zeit gescheduled werden. Und dann kann ein Teil der Übertragung verloren gehen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir ein Error-Free Cover Channel gebaut haben und haben dieses Noise-Problem gelöst, indem wir Fehler-Detection eingebaut haben, indem wir der Sender und Receiver synchronisiert haben und können so die Errors recovern, selbst wenn es einen Haufen Noise hat in diesem System. Und so können wir jetzt Files irgendwo hinschicken. Der Cover Channel ist komplett fehlerfrei geblieben, obwohl wir sehr, sehr viel Rauschen im System hatten. Und das Ganze haben wir zwischen verschiedenen virtuellen Maschinen auf Amazon EC2 gemacht. Und wir wollten etwas damit machen. Und was wir jetzt geschafft haben, ist, dass wir eine SSL-Verbindung erstellt haben über diesen Cache. Und es gibt eigentlich kein Netzwerk zwischen diesen zwei Maschinen, aber wir haben das jetzt eine SSH-Verbindung erstellt über diesen Cache-Covered-Channel. Und es ist also eine echte Bedrohung. Und das Ganze wird bald veröffentlicht. Und das Zweite, das man hier machen kann, ist, dass eine Crypto-Side-Channel-Angriff gibt. Und es gibt einen Angriff auf AES, auf die Fast Software Implementation, und es benutzt vor-computed Lookup Tables. Und es ist bevorzugt zu diesem Side-Channel-Attack. Und es ist eine One-Round-Known-Plaintext-Attack. Und the AES algorithm, what it does, that is compute an intermediate state at each round R. Also dieses AES benutzt einen vorberechneten Zustand. Und es ist eine bekannte Plaintext-Attacke. Und was das bedeutet, ist, dass wenn man die Tabellenindizes rauslesen kann, kann man den Key rückberechnen. Und das geht mit diesem Flush and Reload und Prime and Probe. Und man hat links die Plaintext Values und auf der rechten Seite hat man die Plaintext Byte Values mit dem Prime Probe. Links ist Flush and Reload. Und wir sehen hier einen Haufen Cache-Hits auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Hier sieht man quasi ein Spielzeugbeispiel. Also der Key ist einfach nur Nullen, und solange man diese Diagonale in diesem Muster sieht, kann man den Key berechnen. Ist ein alter Angriff, und alles sollte inzwischen eigentlich gefleckt sein, aber ihr könnt euch sicher sein, dass das noch nicht der Fall ist. Auf Android in Bouncy Castle, die Default-Implementation benutzt immer noch diese T-Tables, die angreifbar sind, und das ist schlecht. Und viele Implementationen, die man online findet, benutzen immer noch vorberechnete Werte. Und ihr solltet euch, die letzte Anwendung dafür ist, wie man auf Tasteingaben spionieren kann. Und mit dem Flush and Reload kann man sehr, sehr fine-grained angreifen, da kann man auf Tasteingaben spionieren. Und wir haben sogar eine kleine Demo für euch. So
Also was ihr hier sehen könnt, und das ist nicht einmal auf x86, sondern auf einem Smartphone, aber ihr könnt das auch auf x86 machen. Auf der linken Seite seht ihr den Bildschirm, auf der rechten Seite seht ihr eine Shell, die quasi keine Privileges, also keinen Root-Zugriff hat. Und auf der rechten Seite werden wir dieses Keyboard-Spy-Programm starten. Und auf der linken Seite kann man jetzt etwas eingeben, und auf der rechten Seite sieht man, was hier eingegeben wurde. Und sogar wenn man die Leertaste drückt, kann man das sehen. Und wenn der Benutzer den Backspace-Key drückt, kann man das auch sehen. Und also man kann wirklich das ganze Wort rekonstruieren, ohne dass wir irgendwelche Erlaubnisse oder Privilegien hatten, also kein Root-Zugriff, was sehr, sehr schlecht ist. Also genug um die Move Instruction. Jetzt schauen wir CL Flush an. Was die Flush Instruktion macht, ist, sie invalidiert von allen Levels die Cache Line, die zu dieser Adresse gehört, die man dem Befehl mitgibt. Und es ermöglicht Flush and Reload Attacken, aber es gibt noch mehr, da geht noch mehr dazu. Wenn man CL Flush benutzt, CL Flush hat ein different anderes Timing als wenn ihr eine Cache-Line habt im Level 1, und das bedeutet, es ist auch im Last-Level-Cache. Und das ist sehr nützlich, weil das ist auch, warum wir diese Inclusion-Property haben. Wenn wir herausfinden wollen, ob eine Line in irgendeinem Cache ist, muss man nur im Last-Level-Cache nachschauen. Und wenn man das hier sieht, dann kann man sagen, wir flushen das jetzt. Und wenn man das jetzt hier rausflasht, dann wird es auch in Level 1 und Level 2 geflasht. Und das ist halt langsam. Wenn man CL-Flush auf nicht gecachten Daten ausführt, dann geht es auch zum Last-Level-Cache, sieht aber, dass es nichts da hat. Und das bedeutet, es ist nirgends in einem Cache, und das bedeutet, jetzt muss es eigentlich nichts machen. Und das ist schnell. Und so kann man, wie schnell oder langsam ist das wirklich? Also um genau zu sein, sind es nur ein paar Prozessorzyklen. Und das ist jetzt auf Sandy Bridge, Ivy Bridge und Haswell. Und die verschiedenen Farben korrespondieren zu den verschiedenen Architekturen. Und ihr könnt hier sehen, dass man die verschiedenen Mikroarchitekturen über die verschiedenen Timings rauslesen kann. Und das Spezielle ist, dass die durchgestrichene Linie ist ein Cache-Flush von etwas, das schon im Cache war, und das gestrichelte ist, wenn es schon im Cache war. Also was könnte hier schon schief gehen? Also wir haben eine neue Cache-Attacke, und das ist die Flush-Attacke, und ich werde die jetzt erklären. Also es geht hier wieder um Covered Channels und Side Channel Angriffe, und wir können diese beide auch ausführen, und es ist stealthier als die vorherigen Angriffe, und es ist auch schneller. Und wie funktioniert das jetzt genau? Das Prinzip ist ähnlich zum vorherigen. Wir haben den Angreifer auf der rechten Seite und das Opfer auf der linken Seite. Und hier haben wir wieder eine geteilte Cache-Line. Und der Angreifer flusht die Cache-Line und das Opfer lädt wieder Daten rein. Und der Angreifer flusht den Cache wieder. Und anstatt dass er
die Cache-Line nochmal lädt, versucht er sie jetzt zu flushen. Und wenn man jetzt diesen Zeitunterschied hat, kann der Angreifer herausfinden, ob die Cache-Line benutzt wurde oder nicht. Und ich habe vorher über Stealthiness gesprochen und diese Cache-Attacken, und das betrifft auch Rowhammer, die sind schon ziemlich stealthy, weil es gibt kein Antivirus oder so heute, die das irgendwie sehen könnten. Aber wir könnten das mit Performance-Zählern rausfinden. Und weil man würde sehen, dass wie viele Cache Misses und wie Cache References passiert sind. Und wir wollen eine bessere Metrik haben, um das zu messen. Und dieser Angriff hat einen großen häufigen Zugriff auf den Cache und sehr, sehr kurze Code Loops. Und das bedeutet einen sehr, sehr kurzen Zyklus, und das hat einen tiefen Translate Look Side Buffer. Also man konnte da Angriffe detektieren. Und es gab keine False Positives. Also diese Metrik werde ich jetzt verwenden, wenn ich über das hier rede. Also wir haben angefangen, indem wir einen Covert Channel implementiert haben. Wir wollten das so schnell wie möglich haben. Also wir haben ein Protokoll entwickelt, um mit diesem Flush and Flush und Flush and Reload und Prime and Probe diese Daten auszunutzen. Aber wir haben mit einem Paketgröße von 28 angefangen. Sieht man hier die Kapazität des Kanals, also rund 500 Kilobyte. Und bei Flush and Reload sind es 300. Also Flush and Flush ist schon mal deutlich schneller. Dann haben wir geschaut, wie leicht man das detektieren kann oder nicht. Also Flush and Flush ist schwer zu detektieren. Die beiden sind ja relativ ähnlich. Und der Sender ist gleich, der Empfänger ist nicht gleich. Und ja, also hier Sender Stealth gibt es bei beiden nicht, weil das ist der gleiche. Aber Receiver Flush and Flush ist besser. Jetzt machen wir das gleiche, aber schwer zu detektieren. Also wir machen eine kleine Paketgröße und hoffen, dass man das dann nicht so gut erkennen kann. Also es gibt weniger Cache-Hits, Cache-Misses so, und dann sind diese Angriffe schlechter zu detektieren. Die Kapazität sind jetzt hier, die ersten zwei sind um die 50 Kilobyte und Prime and Probe ist etwas langsamer. Also das braucht einfach mehr Zeit, diesen Angriff auszuführen. Aber trotzdem ist nur Flush and Flush schwer zu detektieren, die anderen zwei nicht. Und ja, der Sender ist jetzt aber auch schwer zu erkennen bei Flush and Flush. Also ja, wenn ihr einen versteckten, schwer detektierbaren Kanal braucht, nehmt Flush and Flush. So, es war aber, hatte zu viel Rauschen für gewisse Angriffe. Also wir wollten die Anzahl Verschlüsselungen zu feinen, um ein Byte des Keys rauszulesen. Und Flush and Reload ist dann ein bisschen besser. Also man muss nur 250 Mal verschlüsseln, um ein Byte des Keys rekonstruieren zu können, aber Flush and Flush kommt dann nah ran mit 350, und Prime and Probe hat am meisten Rauschen, da muss man fast 5000 Verschlüsselungen ausführen, um ein Byte des Keys zu erstellen, wiederherstellen zu können. So, und jetzt zur Stealthiness, also der Undetektierbarkeit. Da sieht man, ja, haben wir 256 Millionen Verschlüsselungen ausgeführt, und der Spion und das Opfer waren am Laufen, und hier ist nur Flush and Flush wurde nicht detektiert.
you actually controlled the slowdown a side channel because. Ja, und da geht es nicht nur um den Cover-Channel, sondern um einen Side-Channel, weil im echten Leben kann man ja nicht dem Opfer sagen, warte doch schnell auf mich. So, noch ein bisschen mehr Hintergrund hier, bevor wir weitermachen. Also ich habe die verschiedenen Levels des Caches gezeigt und jetzt schauen wir uns den Last Level nochmal genauer an. Also wir haben diese vier Slices hier des letzten Cache Levels und da haben wir ein paar Bits der Adresse, die gehören zur Adresse. Und wir müssen wissen, in welchem Slice die Adresse ist. Und das ist ein Teil des Sets und ein Teil des Tags. Da gibt es eine Hash-Funktion und die bestimmt, in welchem Slice die Cache-Line hinkommt. Und diese Funktion ist aber nicht dokumentiert von Intel. Also man hat so viele Slices wie Cores, eine undokumentierte Hash-Funktion, die eine physische Adresse auf einen Slice mappt. Und ja, es wurde nicht so entwickelt, dass es sicher ist, sondern dass es schnell ist. Man will, dass die Zugriffe gleichmäßig verteilt sind aus Performance-Gründen. Also die Hash-Funktion nimmt ein paar Bits der physischen Adresse und gibt dir die einige Bits des Slices zurück. Ja, bei 4 Kernen 4 Slices, also 2 Bits, also gehen wir zurück zu CLFlush. So, CLFlush ist schneller, um auf den lokalen Slice zuzugreifen. Also wenn man immer flusht, eine einzige Zeile, und man läuft auf, und das Programm läuft auf einen dieser 4 Cores, dann sieht man, dass bei einem Core CLFlush schneller ist. Also hier ist das Core 1. Man sieht, Core 0, 2 und 3 ist ein bisschen langsamer. Also, so weiß man, dass das Programm auf Core 1 läuft. Also, dass die Line entsprechend in Slice 1 war. Ja, mit dem kann man die physischen Adressen auf Slices mappen. Also, man kann diese Hash-Funktion reverse-engineeren. Eine andere Variante, das rauszufinden, wären Performance Counter, die ich schon vorher erwähnt hatte, um diese Hash-Funktion rauszufinden. Aber das ist eine andere Geschichte, also geht dieser Fußnote nach, wenn euch das interessiert. So, die nächste Instruktion ist Prefetch. Also geht es darum, dass man der CPU sagt, please, lade diese Daten, die ich später brauche, in den Cache, wenn du Zeit hast. Also tatsächlich gibt es hier 6 verschiedene Prefetch-Instruktionen. 0 bis UT2. Das heißt, bitte lade die Daten in den ersten oder in den letzten Level Cache. Ja, wir lassen die Details hier mal aus, das ist nicht so spannend. Was spannender ist, wenn wir im Intel-Handbuch nachschauen, was es über Prefetch da steht. Heißt, benutzt die Prefetch-Instruktion nur, wenn die Daten nicht in den Cache passen. Also eben, wenn ihr Daten streamt, dann ist es schneller. Also benutzt Prefetch nur auf Adressen, die zum Applikationskontext gehören. Also was passiert dann wohl, wenn man diese Bedingung verletzt? Tönt interessant. Wenn man prefetcht auf andere Adressen macht, dann kann das nicht deterministisches Performance-Verhalten verursachen. Also wenn man zum Beispiel den Null-Pointer verwenden, kann es lange Verzögerungen geben. Also ja, man will das nicht machen, weil die Anwendung sonst langsam wird. Also, ja, was heißt denn das, dieses nicht deterministisch? Schauen wir uns das mal an, weil, ja, wir wollen ja die Software richtig schreiben. Also ein bisschen Hintergrundwissen dazu, um diesen Angriff zu verstehen. Also auf modernen Betriebssystemen hat jede Anwendung einen eigenen virtuellen Adressraum. Also irgendwann muss die CPU diese virtuelle Adresse in eine physische Adresse übersetzen.
Und dazu hat man diese kompliziert aussehende Datenstruktur hier. Also man hat eine 8-Bit-Virtuelle-Adresse und gewisse Bits gehen auf ein PM-Level einer Tabelle mit so vielen Entries hier. Also je nachdem, welche Bits da sind, wird bestimmt, auf welche Line im Cache man zugreifen muss. Und man schaut in dieser Page Directory nach und holt sich die entsprechenden Adressbits raus. Also für jeder Level hier funktioniert das genau gleich. Bis am Ende man auf die Page Table kommt, hat man 4 Kilobyte Pages. Also es ist nicht wahnsinnig kompliziert, ein bisschen verwirrend. Also wenn man eine physische Adresse haben will im Hauptspeicher, muss man das nachschauen. Und das macht man, indem man die virtuelle Adresse übersetzt. Und dazu geht man durch all diese Stufen durch. Wir können das effizienter machen. Und Intel hat dazu spezielle Caches eingeführt für all diese Stufen. Also wenn man eine Adresse übersetzen will, dann schaut man im ITLB nach für Anweisungen und DTLB für Daten. Wenn es da ist, geht man weiter runter, alle diese Stufen, bis man am Ende im DRAM nachschauen muss. Dazu ist dieser Adressraum, den man hat, geteilt. Man hat einerseits das User Memory und das Kernel Memory und das ist da auch vorhanden, das User Memory. Und wenn aus dem User Memory man auf Kernel-Funktionen zugreifen will, zum Beispiel ein File lesen, dann wechselt man in Kernel-Modus und ja, man kann das da machen mit diesen Rechten, die man dann hat. Im Kernel hat man Treiber und wenn man die Adressen der Treiber weiß, dann kann man Code-Reuse-Angriffe fahren. Also die benutzen ASLR, auch im Kernel, also KASLR. Und das heißt, wenn das Programm läuft und der Kernel gemappt ist auf eine Adresse und wenn man den Computer neu startet, dann ist das eine andere Adresse. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, rauszufinden, an welche Adresse der Kernel geladen ist, dann hat man diese Technik ausgehebelt und KASLR ist wirkungslos. Dazu gibt es noch die Kernel Direct Physical Map. Was heißt das? Es implementiert in zahlreichen Betriebssystemen, wie zum Beispiel OS X, Linux und im Xen Hypervisor und BSD, aber nicht in Windows. Also das heißt, das komplette physische Speicher ist dazu im Kernel Memory an einem festen Offset hingemappt. Also es ist im User Space gemappt. Wenn etwas im User Space gemappt ist, dann ist es im Kernel Space auch an einer bestimmten Stelle gemappt. Aber da kann man nicht zugreifen, weil man die Rechte dazu nicht hat. Und das brauchen wir dann später. Also zurück zu Prefetch und was man jetzt mit diesem Wissen anfangen kann. Also Prefetch ist nicht eine übliche Instruktion, weil es sagt der CPU, ja, das brauche ich wohl später. Ja, also und wenn nicht, dann, tja, wenn du es nicht ausführen kannst, dann ignoriere das. Also es ist nur ein Hinweis an die CPU und es wird nicht unbedingt ausgeführt, aber ist es aber normalerweise. Und auch eine schöne Eigenschaft ist, es gibt keine Faults. Also egal, was man mit dieser Instruktion macht, das Programm stürzt nicht ab. Und außerdem, da werden keine Rechte überprüft. Also es gibt den Fall nicht, dass man eben auf Kernelspeicher zugreifen will und die CPU sagt einem, nee, das geht nicht, du darfst das nicht. Also das kann nicht passieren. Das ist sehr schön. Dann das Zweite ist, unser Operand ist eine virtuelle Adresse. Das heißt, jedes Mal, wenn man diese Instruktion ausführt, muss man diese physische Adresse ausrechnen. Also man muss diesen Lookup machen mit diesen Tabellen, die ich vorher erwähnt hatte. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, die Ausführungszeit variiert. Und wir werden gleich sehen, was man damit anfangen kann. Also zurück zu dieser Direct Physical Map. Also wir können jetzt ein Orakel bauen für
Adressübersetzung. Also wir können herausfinden, welche physische Adresse zu einer virtuellen Adresse gehört. Normalerweise will man nicht, dass der User es weiß, weil damit kann man einen Rowhammer-Angriff fahren und fortgeschrittene Cache-Angriffe. Also man will nicht, dass der User das rausfinden kann. Aber wir schauen mal, ob wir das vielleicht irgendwie rausfinden können. Wenn man hier eine Page im User Space hat und wir haben die Zwillings-Page im Kernel Space und wenn die gecached sind, dann sind sie beide am gleichen Ort gecached. Und der Angreifer wird dann den Adressraum flushen und vom Kernel. Und dann kann man Prefetch ausführen auf der Kernel-Adresse. Und das generiert hier keinen Fault, also kann man der CPU jetzt sagen, hol diese Adresse bitte in den Cache, obwohl ich eigentlich keinen Zugriff habe auf diese Adresse. Und wenn ich jetzt hier messe, ob ich hier einen Cache-Hit habe, dann kann ich jetzt rausfinden, wo genau diese Adresse jetzt in dem physischen Adressraum gemappt wird. Und so können wir jetzt die physische Adresse für diesen Adressraum rausfinden. Und so können wir das jetzt mappen. Und das sieht dann etwa so aus und es ist ziemlich einfach. Man macht das einfach für alle Adressen und irgendwann sieht man einen Cache-Hit. Das ist da, wo der Graph nach unten geht. Und da wissen wir jetzt, dass diese physische Adresse korrespondiert mit unserer virtuellen Adresse. Und wir können hier die Prefetch Timings ausnutzen, weil, als ich gesagt habe, wenn man Prefetch ausführt und es ist ausgeführt auf etwas, das nicht im Cache ist, dann ist das nicht deterministisch und geht lange. Das Timing hängt davon ab, wo die Übersetzung aufhört. Und diese zwei Eigenschaften und die Information kann man zusammentun und kann das Folgende machen. Wir können Varianten von den Cache-Attacken generieren, zum Beispiel Flush und Prefetch. Und wir können da jetzt Rowhammer-Attacken fahren auf Privileged Addresses, also Kernel Space Addresses. Und dazu können wir es benutzen, um die ASLR zu umgehen, obwohl das Procfile-System nicht mehr zugänglich ist für nicht privilegierte Prozesse. Dazu kann man noch die virtuellen Adressen zu physischen Adressen mappen, was auch eine privilegierte Operation wäre. Und das bedeutet, man kann jetzt wieder diese Return to Directory Exploits ausführen. Und noch dazu kann man rausfinden, wo das Kernel-Treiber geladen sind im Speicher. Und dadurch kann man auch KRA-SLR umgehen. Und hier werde ich euch zeigen, wie. Also für das erste Orakel muss man alle gemappten Adress-Pages finden. Und das macht man, indem man die evict-Translation macht. Und dann macht man einen syscall auf den Treiber, den man gefunden hat. Und dann muss man schauen, wie lange das geht, bis es prefetched wird. Und die schnellste Zugriffszeit ist, wo die Treiber-Page genau ist. Und auf Windows 10 kann man das Ganze in unter 12 Sekunden machen, was sehr, sehr schön ist. In der Realität sieht das Ganze etwa so aus und es gibt einen Haufen lange Messungen und es gibt dann ein paar sehr, sehr kurze und dann sieht man, dass der Treiber sich in diesem Adressraum befindet. Und so kann man diese Red2DIR Attacken fahren. Und das ist jetzt aber noch nicht ganz alles, weil es gibt da noch ein paar andere Instruktionen.
Und das Folgende ist nicht unsere Arbeit, aber es geht da um mehr Anweisungen, die man ausnutzen kann. Die RDC Instruction Anweisung. Was es macht, ist, es holt einen zufälligen Seed von der Hardware. Und alles, was, und so wie mit allem, was Zeit braucht, kann man auch dadurch eine Covert-Channel-Attacke fahren. Und hier die Laufzeit von dieser Anweisung hängt vom Operanten ab. Und ein paar Leute haben es geschafft, die Firefox Same Origin Policy zu umgehen mit diesem Angriff. Und die Jump Instruction ist auch ein Problem. In gewissen CPUs hat man Branch Prediction und Branch Target Prediction. Und das wurde zwar schon im Detail untersucht, und da kann man Covert Channels machen, Side Channel Attacks auf Krypto und das Kernel ASLR umgehen. Die TSX Instruction Set ist eine Erweiterung für Hardware Transactional Memory Support, und damit kann man auch Kernel ASLR umgehen. Also abschließend, also CPU Design, die ganze Sache ist mehr ein Problem von CPU Design als ein Instruction Set Problem, und all diese Sachen sind sehr, sehr schwierig zu flicken, und sie haben alle mit Performance Optimisation zu tun. Und wenn man jetzt das flicken will, müsste man quasi die Optimierungen rausnehmen. Es gibt ein paar Vorschläge, wie man die Cache-Attacken abschalten könnte. Und das Problem ist, dass all diese schnellen Flick-Patches würden nicht funktionieren, weil da müsste man Instruktionen entfernen. Wir finden immer wieder neue Instruktionen, die Informationen rausgeben, die sie nicht sollten. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und wenn ihr noch Fragen habt, dann werden wir die gerne beantworten. Okay. Vielen Dank für den Vortrag. Und wir haben jetzt kurz eine Frage- und Antwort-Session haben. Und geht doch bitte zu den Mikrofonen, und die sind jeweils in diesen Gängen. Ah, nee, es ist jetzt da. Es sind beide da. Und während wir warten, werden wir von unserem Signal Angel Fragen haben. Ah, es gibt keine Fragen von da. Mikrofonfragen bitte. Hi. Könnt ihr mich hören? Ja. Versuch's nochmal. Also, könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Also ich würde gerne wissen, was eure Stealthiness-Metric war. Könnt ihr es von einem normalen Prozess unterscheiden? Wait a second. We have still Q&A. Could you quiet down a bit? That would be nice. Also die Frage war zu dieser Stealthiness-Metrik. Also wir haben diese Metrik verwendet mit Cache-Misses und Cache-References, normalisiert über Instruktions-TLB-Ereignisse, und haben einfach eine Schwelle festgelegt über, ja, und praktisch alle normalen Applikationen waren drunter und alle Angriffe drüber. Also wir haben einfach diese Schwelle gewählt, um die Applikation zu unterscheiden. Das andere Mikrofon, vielen Dank für den Vortrag, das war super. Die erste Frage, habt ihr Intel informiert, bevor ihr diesen Talk hier gehabt habt? Nein, haben wir nicht. Die andere Frage ist, was sind eure zukünftigen Pläne? Also ich fand es interessant, dass wir diese Angriffe mehr oder weniger per Zufall finden, und interessanter wäre, wenn man irgendwie eine automatisierte Möglichkeit hätte, diese Sorte von Angriffen weiterzufinden.
Hallo. Eine Frage, wenn ihr einen Dämon habt, der einfach zufällig irgendwelche Cache-Lines invalidiert, wäre das nicht besser, wenn man Cache abschalten würde? Ja, so, wenn man die Cache-Lines invalidiert, wäre das besser? Oder, ja, wenn du weißt, welche Cache-Lines von einem Prozess benutzt worden, dann könnte man genau diese rauswerfen, wenn man Prozesse wechselt. Oder wenn man Prozesse wechselt, könnte man den ganzen Cache flushen. Dann ist es leer, dann sieht man keine Aktivität mehr. Also ja, das kann man machen, aber es ist natürlich wieder ein Performance-Problem. Also, vielleicht eine zweite Frage. Es gibt ARM-Architekturen, die Random Cache-Line Invalidation haben. Habt ihr das ausprobiert? Könnt ihr da einen Channel erstellen? Wenn sie wirklich zufällig sind, aber ich meine, in der Praxis muss man wahrscheinlich einfach mehr Messungen machen, um das Rauschen rauszufiltern, und dann kann man wieder diese Angriffe machen. Also ja, einfach, wenn man mehr Rauschen hat, dann braucht es einfach mehr Messungen. Also bei ARM ist es angeblich Zufall, aber tatsächlich haben wir angenehme Techniken gefunden, um diese Pseudo-Zufälligkeit rauszufiltern. Also wenn es wirklich Zufall wäre, dann würde es funktionieren, aber das ist sehr schwer zu implementieren. Also ich meine, ich denke nicht, dass wir einen echten Zufallszahlgenerator wollen, nur für den Cache. Es gibt hier noch drei Leute. Meine Frage ist über ein Detail für diesen Keylogger. Ihr konntet zwischen Space, Backspace und Alphabet unterscheiden. Könnt ihr auch rausfinden, was genau für Tasten gedrückt wurden? Also es kommt auf die Implementation der Tastatur drauf an. Also wir haben das Stock-Keyboard verwendet, das mit Samsung kommt, also das vorinstallierte Keyboard. Und wenn man irgendwo eine Tabelle in deinem Code hat, also wenn man zum Beispiel diesen Ort drückt, dann ist es ein A und diesem Ort ist ein B. Also wenn man das hat, dann kann man einen fortgeschrittenen Angriff fahren. Also man muss einfach, ja, im Prinzip diese Tabelle definieren in deinem Code. Dann, wenn man das hat, dann kann man tatsächlich den einzelnen Tastendruck identifizieren. Vielen Dank. Hi, thank you for your talk. My first question is, meine erste Frage ist, was können wir jetzt genau machen, um diese Attacken ein bisschen auszuhebeln? Das Wichtige ist, Krypto zu schützen. Und heute wissen wir, wie man Krypto baut, das geschützt ist von diesen Angriffen. Also ich meine, ja, macht es einfach nicht so, wie es schlecht gemacht ist heute. Also, das kann man besser machen. Aber ich denke, Krypto alleine zu schützen ist machbar. Alles zu schützen, ja, weiß nicht. Ja, wenn Intel und ARM das wirklich reparieren wollen, dann kann man da sicher noch was machen. Und auf der Systemseite, wenn man irgendwie Speicherteilen verhindert, dann ist Flush and Reload hat viel mehr Rauschen. Also das wäre zum Beispiel eine Verbesserung. Vielen Dank. Do we have Signal Angel questions? No. Okay, then. Also wir haben keine Signal Angel Fragen. Hallo, ich wollte fragen, wie ihr genau diesen Side Channel aufbaut. Es muss ja irgendwie muss irgendwie synchronisiert sein, damit man diese Informationen übertragen kann. Habt ihr es irgendwo dokumentiert, wie das genau gemacht wird? Gibt es da irgendwie 7 Schichten oder so? Ich wäre sehr interessiert, wie das funktioniert. Ja, du findest diese Information im Paper. Also es gibt eine Handvoll Papers über Covered Channels. Ja, das Paper kommt im Februar raus und das Armageddon Paper, da steht auch noch was drin und da findet man raus, wie genau die Synchronisation funktioniert und so weiter. Okay. Hi. Ihr habt erwähnt, dass ihr Angriffe braucht für die AES Side Channel Attacken.
und benutzt ihr auch Roundtable-Angriffe und Schedule Manipulation? Ja, da haben wir nur ein paar synchrone Angriffe gemacht. Also wir wussten vorher, wann der Victim gescheduled wird. Ja. Okay, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank für die Vortragenden.